Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Witcher's Tales mit Thronebreaker. Und wir müssen uns jetzt aufmachen zum Clayton Anwesen, denn dort werden wir ein paar Sachen erfahren, beziehungsweise ja, geht unsere Geschichte dort weiter. Hier sind immer diese Punkte, wo wir direkt sozusagen wissen, wo wir hinreisen können. Wir haben auch Schnellpunkte, wie beim richtigen Witcher-Spiel. Aber das müssen wir jetzt nicht. Das Anwesen liegt bestimmt hier oben irgendwo. Müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Aber wir werden es schon finden. Wer kniet und die Götter ehrt, wird belohnt. Was? Melitele wacht über uns alle. Doch es ist besser, sie mit Gebeten daran zu erinnern. Hast du wahrscheinlich recht. Zum Beten ist immer Zeit. Selbst wenn ringsum der Krieg tobt. So war. Schön, dass ihr nach dem heiligen Wort strebt, Herrin. Ich werde euch in meine Gebete zur Muttergöttin einschließen. Ah, guck mal, das ist ja praktisch. Dann brauche ich nicht mal selber beten. So. Sie sind neue Punkte erschienen. Das ist schon mal gut. Alles zum ist genauso wie beim Witcher, ne? Was ist hier das Anwesen? Hier ist ein Schlüssel. Kann nicht rein, aber hier kann ich noch was mitnehmen. Machen wir das Latt. Zack. So, warten wir ganz kurz. Ups. Nein. Ich wollte nicht hin. Ich wollte ja auch kein Lager aufschlagen. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich ganz clevererweise die Karte aufrufen, die ich natürlich nicht gefunden habe. So. Interessanter Ort. Wo müsste hier oben das Anwesen sein? Oder wo ist das? Bin ich mir also hundertprozentig sicher. Wir folgen einfach mal der Strecke hier oben. Hier schon so ein bisschen nach Herrschaften aus. Fragen wir doch mal nach hier. Von der Straße aus hörten sie die Glocken eines Tempels für Mutter Melitele in einiger Entfernung. Meve wendete sich zu Renard. Was ist da los? Ist heute ein Fest? Nicht, dass ich wüsste, Hoheit. Meve ballte die Fäuste um die Zügel. Ihre Miene verfinsterte sich. Dann ist es Alarm. Mir nach! Fleckige Glasscherben blitzten im Gras. Oh. Bettfedern schwebten durch die Luft. Die Priesterinnen hatten sich im Hof versammelt, kümmerten sich um die verwundeten Pilger und stellten die umgeworfenen Statuen wieder auf. Was ist hier passiert? Ein Überfall der Streuner von Spala, seufzte die Priorin. Sie haben die Opfergaben, Monstranzen und heiligen Bücher gestohlen. Herrin, bitte helft uns. Bringt zurück, was unser ist. Die Späher der Königin fanden die Banditenspuren sofort. Sie führten stracks in einen dichten Haselwald östlich des Tempels. Der Haselwald. Ideal als Versteck und als Falle. Okay. Jetzt ist alles klar. Sabotage. Die Banditen haben die Mauern manipuliert. Gut zu wissen. Haben Sie noch, was Wichtiges zu sagen? Die Mutter geht. Ja, wahrscheinlich. Gut, wir laufen mal hier hinten hin. Mal was aufzusammeln. Alles mitnehmen, denn wer weiß, wie viel wir noch brauchen. Hier ist zumindest mal wieder ein. Na, kannst du uns was sagen? Majestät kehrt um. Dort lauert etwas Böses. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, das müssen wir gleich mal gucken. Die Karte habe ich, glaube ich, nicht irgendwo gesehen. Okay, da ist wieder so ein... Das ist ein Puzzlekampf. Den nehmen wir einfach mal mit. Jetzt gehen wir hier hoch und schnappen uns noch hier was. Hier ist auch irgendwas. Herrin, ein Monster hat eine der Gruften entweiht und die heiligen Gräber verwüstet. Überall liegen Knochen und genug Schätze, dass wir unsere Reserven damit auffüllen könnten. Wie sind wir im Krieg, euer Gnaden? Die Toten brauchen sie nicht mehr, nicht wahr? Tod ist tot. Holt einen Wagen und lad die Reichtum auf. Wir werden steht nicht weiter entweihen. Lasst die Schätze ruhen für sie die Gruft. Das machen wir. Ja. Und wir werden den Typen da unten auch mal besuchen. Netter kleiner Kampf.
Der heilige Friedhof war einst eine Oase des Friedens gewesen, ein Ort des Gebets, der Reflexion, der Meditation. Jetzt huschen Nekrophagen zwischen aufgewühlten Gräben herum. Menschenknochen übersäten den Boden. Die Priesterinnen hielten das plötzliche Erscheinen der Bestien für ein Omen kommenden Unglücks. Doch was für eins? Welches Schicksal erwartet Lyrien und seine Leute? Schwäche alle Gegner auf Stärke 1. Okay. Okay, versuchen alle auf 1 zu bekommen. Müssen wir gleich mal unsere Karten angucken, welche wir bekommen. Die Rätsel haben wir irgendwie cooler, ne? Gibt noch eine Runde, müssen wir auch kurz überlegen. So. Okay. Gut. Also füge eine Einheit Schaden in Höhe der Anzahl aller Karten in dieser Reihe zu. Brauchen wir noch nicht nutzen. Spiele eine Kopie jeder benachten Karte. Generiere rechts 2 leichte Infanterie. Nimm einen verbündeten Einheit vom Schlachtfeld zurück auf deine Hand. Okay. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. So. Mehr können wir nicht machen. So, und jetzt füge eine Einheit Schaden höher in der Anzahl aller Karten. Das wäre, mit 4 Karten wäre es 4 Schaden. Eine Lektion in dem. Gleich spiele eine Kopie jeder benachbarten Karte aus einem Deck aus. Na, das war jetzt dumm von mir. Jetzt habe ich den verrückt. Das war ja bescheuert. Na gut, müssen wir gleich nochmal neu machen vielleicht. Ich brauche ein Ziel. Eieiei. Ich glaube ich nicht so hin, wie ich es vorgehabt habe. Schütze zu Diensten. Achso. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Weil ich den runtergenommen habe. Mann, das ist ärgerlich. Wollen wir nochmal neu starten? Ja. Neu starten. So. Wir versuchen es nochmal, weil ich hätte die Karte nicht nach unten schicken sollen, dann passt das wieder nicht. So, pass mal auf. Nimm einen verbündete Einheit vom Schlachtfeld zurück. Okay. Spiele eine Kopie, jeder benachbart einen aus deinem Deck. Wenn du darauf bestehst. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Okay. So. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche ein Ziel. Bin mir nicht sicher, was ich gerade mache hier, aber ich glaube. Schütze zu Diensten. So, da ist schon mal eins runter. Jetzt müssen die anderen beiden auch noch eins runter bekommen. Verschiebe in die andere Reihe. Ja? Jetzt, Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Okay, aber wie kriegen wir den einen da jetzt runter?
Neves Truppen wurden bewältigt. Hä? Warte mal kurz, ich muss mal kurz was überlegen. Irgendwas habe ich doch gerade falsch gesehen. Ich glaube, ich habe die eine Karte hier falsch interpretiert. So, warte mal. Müssen wir die hier gucken. Muss die mal besser angucken? Also. Spiele eine Kopie jeder benachbarten Einheit aus deinem Deck. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ach, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Warte mal. Ich dir Respekt beibringen. Guck mal, jetzt können wir die mich hier hinpacken. Und dann sind das... Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Ja, trotzdem zu viele. So, warte mal. Ich brauche ein Ziel. Noch eine zurückholen und zwar wir holen so eine zurück. Obwohl hätte man. Na wohl, warte mal. So, jetzt müssen wir. Schütze zu Diensten! So, und jetzt hier runter und hier rauf, oder? Rüstung wird Ihnen nicht helfen. So, oder? Ging doch noch. War gar nicht so einfach. Beziehungsweise war anscheinend gar nicht so schwer, aber ich hab ein bisschen falsch. Meine Logik war nicht ganz da. So, sammeln wir die Scheiße ein hier. Mal zurück zu der Tante da. Obwohl, liegt da noch was da hinten? Ja, guck. Ja, auch mit. Nichts verschwinden, wiederverwenden. Ja. Majestät, ihr seid zurück. Unsere Gebete, Majestät, ihr seid zurück. Man erhört. Unsere Gebete wurden so, erhört. Wenn wir jetzt auf unsere Karte gucken. Möge die Muttergöttin über euch wachen. Ja, gucken wir mal so. Wir müssen mal kurz die Karte angucken. Beutekarte der Banditen. Sieht ja aus wie der Wasserfall, ne? Das ist die Frage, wie man... Ja. Aha. Guck mal an. Eine Kohle wieder. Und das können wir auch noch mitnehmen. Ich will einmal zurück hier. Ich will einmal wissen, wo die Banditen, in welchen Richtung die gelaufen sind. Ich muss nochmal gucken, ob es... Hier irgendwas gibt, weil die haben ja wirklich einiges zerstört hier. Radspuren. Zweifellos die Streuner. Wir sind dicht dran. Okay, da drüben sieht man einen Drachen, der gerade genüsslich an irgendeine Nonne da seinen Hunger fristet. Ich frage, wo die längst sind. Hier durch? Können wir da runtergehen und beten, glaube ich. Machen wir mal. Statuen der Muttergöttin zu zerstören. So ein Frevel. Ja, stimmt. Eure Hoheit, die Priesterin von Medellin flehen euch an, eine Opfergabe dazu bringen. Sie sagen, dass die Muttergöttin lächelt auf jede Heroik, die sich von ihr Alter. Ich schätze die Liebe der Göttin sehr. Ich werde mal. Komm, das machen wir.
Guck mal. Nehmen wir schon mal ein Kartenfragment. Ist auch nicht schlecht. Schon eine gute Karte, wenn die nachher fertig ist. Mal sehen. Oh, hier sind die Radspuren durchgegangen. Die sind ja in den Haselwald gelaufen. Was hier längs geht. Auch natürlich gut für den Hinterhalt hier, wurde gesagt. Speichert. Das sieht aus wie das Lager der Banditen. Geht trotzdem mal kurz hier oben längs erstmal. Aber irgendwas gefunden hat da oben. Gut. Hier auch nochmal hoch. Was ist das? Da brauchen wir schon einen Schlüssel für, ne? Okay, einen Schlüssel haben wir nicht. Kriegen wir ja vielleicht von den wilden Leuten da. Das hier? Sie sagten, dass die Zeit alle Wunden heilt. Dass die Erinnerung verblassen, dass der Albtraum enden würde und mein Schmerz dann nachlässt. Und doch sind 8 Jahre vergangen. 8 Jahre. Hm. 8 Jahre des Gebets, der Beichte und des Nachdenkens. Ich frage mich immer noch, wie mein Leben anders verlaufen hätte können, wenn ich den letzten Krug Bier abgelehnt hätte, das Kind bemerkt hätte, die Zügel schneller gezogen hätte. Einst betete ich um Vergebung, jetzt bete ich nur um das Ende. Möge es mich schneller eilen. Und vielleicht ist das der Schlüssel für die Hütte da. Lass mal zurückgehen, gucken. Ein Ticket schneller könnt ihr ruhig laufen, aber okay. Ach, guck mal. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Weiter runter sollten wir nicht. Ist es da unten, wo der Drache gleich sitzt? Oder habe ich verkehrt geguckt? Nee, von da sind wir gekommen, stimmt. Okay, gehen wir jetzt zu den Banditen und gucken mal, was die uns antun können, beziehungsweise wir denen antun können. Hoffentlich ist es jetzt allzu schwer. Man hört die aber schon. Hört ihr das auch? Wieder rummurmeln. Bin ich auch kurz hier längs. Hier kann ich noch was einsammeln. Aber jetzt gehen wir direkt ins Geschehen. Das Banditenlager befand sich im nahen Wald. Trunken von ihrem Erfolg und dem Wein aus dem Klosterkeller hatten die Halunken nicht einmal Wachen postiert. Prost auf die Schwestern! Mewes Männer waren wild darauf, die Entweiher zu bestrafen. Doch nur die Königin konnte den Angriff befehlen. Zeit, diese Streuner an die Kette zu legen, sagte die Königin und spornte ihr Pferd an. Zu den Waffen! Los! Die Streuner ließen die Pumpen fallen und griffen zu den Waffen. Kampflos würden sie sich nicht ergeben. Will ich nicht. Ja, auch nicht. So. Hätten die Briganten beschlossen, sich im Wald zu verbergen und eine Wache aufzustellen, wäre es wohl nie zum Kampf gekommen. Oder sie hätten ihren Schatz behalten können. Doch, sie waren siegestrunken und selbstgewiss. Oder vielleicht hatten die Götter selbst nach all den Schmähungen und Lästerungen ihre Wachsamkeit beeinträchtigt. Fange 3 Goldkarren ab und verhindere ihre Flucht. Okay. Wie wir das machen sollen. Müssen wir wahrscheinlich zerstören. Und ein verkürzter Kampf. Okay. Runde 3. Wähle eine Karte zum erneuten Ziehen aus. Von Beginn jeder Runde kannst du bis zu 6 Karten nochmal ziehen, damit du Karten, die dir nichts bringen, wieder loswerden kannst. Okay. Wähle eine Karte zum erneuten Ziehen aus. Was ist das hier? Reinhard oder gib Einheit und Beschäftigung. Das ist gar nicht so schlecht. Füge eine Einheit Schaden in Höhe der Anzahl aller Karten dieser Reihe zu. Behalten wir auch. Okay, das behalten wir auch. Nur das. Ja, probieren Sie mal. Umzingelt sie! Okay. So, wir sind dran. Gut. Glotzt du so? Uiuiui. Okay.
Muss die anderen Karten mal angucken. Fügen einem 5 Schaden zu. Wirkt in ihrer Reihe Feuer. Fügt allen einen in der Reihe 5 Schaden zu. Ergreife nach 2 Zügen zu Beginn des Zugs die Flucht. Wir müssen das Ding da oben irgendwie zerstören. Keine Rüstung. Ah, okay. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Mit dem? Lyrian! Leider hat die so viel Rüstung da oben. Da müssen wir natürlich ein bisschen anders denken. Okay. Ich nehme dir diese schwere Börse ab. Okay. Den Wagen da oben, der wird ja schnell. Den kriege ich jetzt gar nicht so schnell, glaube ich. Ordentlich. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ja. Seht, ob er sich noch irgendwo Geld reingeschoben hat. Verlieren! So, ist das hier so ein Wagen? Verdedieb, nee. Markiere Einheit, tausche nach 3 Zügen zu Beginn. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Füge eine Einheit, wie flammen da? Ich kann nicht mehr. So. Wie lange brauchst du die noch zum Aufladen hier? Klingt es halt 3, obwohl ich die noch. Gut, So. Okay. Viel schleppen würdet, hättet ihr fliehen können. Mal ganz kurz gucken, also beutelgefüllter Wagen, den müssen wir irgendwie haben. Dafür müssen wir jetzt aber ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Okay, hat jetzt nicht gereicht, wie ich sehe. Ich habe noch eine Kabul. Aber trotzdem irgendwie hin. Ohrringe? Oder muss ich sie dir abreißen? Füge allen Einheiten in einer gegnerischen Reihe Schaden in Höhe von der Rüstung dieser Einheit zu. Ja. Bringt mir irgendwie gar nichts, ne? Ah. So. Hat er jetzt geklaut, die Sau, ne? Spionage. Oh. Wir müssen einander vertrauen. Diese Spionagendinger sind nicht so cool, ne? Denke ich gerade. Hm. Ah. Nicht so viel gebracht. So. Bringt mir noch nicht so viel, wie man sieht, ne? Aber ich kann da noch einen hier reinsetzen. Ja. Und? Okay. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Oh. Aber warte.
Okay. Ach, ich hätte auf meine Alte hören sollen. Ich sehe auch nichts. Ja. Bringt nichts, bringt nichts. Je größer, desto leichter zu treffen. Da hätte ich warten müssen mit dem Schuss davon. Aber habe ich natürlich nicht. Ach, es ist einfach mal egal. Auf. Geht zu Ende. Niederlage. So, mach's nochmal. Jetzt müssen wir es anders machen. So. Was da kommt. Umzingelt sie! So, wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Für Rivien! So. Noch einen letzten Wunsch? Ich kann nicht mehr. Oh, ich weiß nicht, gerade nichts. Mein Lieblingsstück vom Land? Schenkel. Den ersten Wagen, den kann ich gar nicht kriegen. Seht, ob er sich noch irgendwo Geld reingeschoben hat. Glaube ich. Verlieren! Viel schleppen würdet, hättet ihr fliehen können. Schütze zu Diensten! Na, warte mal. Ist ja den zu nutzen, ne? Jetzt nur gucken. So. Ich
Schenkst du mir die hübschen Ohrringe? Oder muss ich sie dir abreißen? Okay, da liegen 8 Dinger, 9. Und man könnte. Rüstung wird ihnen nicht helfen. So, warte mal, dann können wir. Den können wir nicht mehr einsetzen, aber den könnten wir noch einsetzen. Noch einen Move. Und der kann auch unten gehen. So. Natürlich auch genutzt. Den können wir. Den einmal runternehmen. Ja, so. Gucken wir, ob das klappt. Was der Wagen? Keine Zeit. Ist voll gemacht, das macht aber nichts. Nächste Runde machen, aber das macht auch nichts. Wenn wir unten einen reinsetzen müssen. Praktisch ist. Ah, können wir irgendwo hinsetzen, ist eigentlich egal. Dass wir in der nächsten Runde das schaffen können. Da, wenn er da rausspringt. Genau. Das ist gut für ihn, aber ist auch gut für uns, denn wir können jetzt den hier einsetzen. Oh, kann man auch oben einsetzen. Egal, ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Zack. Noch 3 Wagen jetzt, ne? Oder bin ich verkehrt? Ich habe den nicht auch schon verkehrt, aber ich dachte, das waren 3. Das Gute an Schleudern. Sie sind leicht zu verstecken. Okay. Falsch gezählt? Waren das nicht 3 Wagen, die wir jetzt aufgehalten haben? Ich glaube schon, oder? Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. So, da kann ich nicht. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Aber ich glaube, wir müssen gewonnen haben. Genau. Harter Kampf. Aber geschafft. Die Männer der Königin besiegten die Banditen und bargen die Beute. Silberkelche, Reliquien mit Intarsien aus Perlmutt, goldbestickte Roben. Die Priesterinnen werden sehr dankbar sein, diese Schätze zurückzubekommen, Euer Gnaden. Sie werden inbrünstig für euren Sieg beten. Bemerkte Reynard. Aber ihr könntet das Silber natürlich auch behalten und in euren Krieg investieren. Schwer zu sagen, was letztlich nützlicher wäre. Also. Ich bin ja so ein guter Mensch. Ich gehe das mal kurz Reich durch. Macht harte Zeiten durch, sagte die Königin nach einer Pause. Aber wir dürfen nicht unsere Prinzipien verraten. Nein, wir müssen sie umso mehr verteidigen. Mewe befahl den Priesterinnen, den gesamten Schatz bis auf die letzte Fibel zurückzugeben. Einige Novizinnen waren so bewegt, dass sie sich den Rängen der Königin anschlossen, um für verwundete Lyria zu sorgen. Ah, cool. Mewe und Gefolge ritten weiter. Nicht reicher an Gold und Silber, doch gewiss reicher im Herzen. Oh. Ja. Hier reingehen. Meine lieben Streuner, sobald ihr den frommen Priesterin ihre überflüssigen Kinderlitzchen abgenommen habt, macht ihr euch auf den Weg nach Süden zum Anwesen von Herrn von Tlaid. Man sagt, dass er eine stattliche Summe als Mitgift für seine weniger hübsche Tochter beschafft hat.
Doch geht die Saat der Liebe auf einem Berg auf Geld wirklich auf? Ich bezweifle es. Denn wollen wir den armen Kerl mal von einer glücklichen Ehe retten, wie? Euer Herzog der Hunde, Regent der Räudigen, Lord der Landstreicher, royaler Rüde. Ja. Man kann tollwütige Hunde fesseln, aber sie werden trotzdem beißen. Ahu! Wir sind besiegt, aber der Herzog der Hunde ist keine... Wir sind besiegt, den kriegen aber auch noch. Der Herzog der Hunde ist keine so... Gut. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.